Ich heiße Denise, bin 26 Jahre alt, arbeite als Chemielaborantin in einem Pharmakonzern und habe einen Sohn, der ist 12 Jahre alt und heißt Dominik. Also die ersten Minuten, wo ich von der Schwangerschaft erfahren habe, waren ziemlich schockierend. Man denkt sich mit 13, schwanger, was jetzt, wie geht's weiter? Man hat gemischte Gefühle. Also mir hat damals recht gut geholfen, wenn Menschen mit mir darüber gesprochen haben, die selber Kinder haben, die Erfahrung haben, die wissen, was das bedeutet, die mich natürlich auch auf eine schwere Zeit vorbereitet haben, und aber mir auch gezeigt haben, wie man es schaffen kann, wie man es machen kann. Ein Kind ist ein Kind, und ich glaube, wenn man sich als Mutter oder als Frau oder als junges Mädchen sich bereit fühlt und das annimmt, dann kann man das schaffen. Also ich würde den Mädchen raten, die jetzt im Moment schwanger sind, ganz am Anfang, und sich vielleicht mit den Gedanken spielen, soll ich abtreiben oder soll ich es bekommen, sich zu überlegen, was will ich in mein Leben, was bringt mir mein Leben, und wie lebe ich damit weiter, wenn ich mich dagegen entscheide. Weil es gibt immer einen Weg, es gibt heutzutage viele Einrichtungen, viele Möglichkeiten, an die man sich wenden kann, man kriegt Unterstützungen finanziell sowie psychologisch, man wird betreut von Anfang bis zum Ende, denke ich mal, das sind alles Sachen, die ich damals nicht hatte und das trotzdem mich dafür entschieden habe und das trotzdem geschafft habe und das alles positiv, und darum denke ich mal, heutzutage muss keine Frau mehr abtreiben. Du bist schwanger und weißt nicht, wie es weitergeht? Du denkst über eine Abtreibung nach? Sprech mit uns, es gibt Alternativen. 0810 81 82 83.